Servus Leute, herzlich willkommen hier zurück zum Football Manager 2016. Weiter geht es hier mit der Eintracht aus Frankfurt gegen Hoffenheim. Heute um 15:30 Uhr. Ja, ich mal sagen, wir fangen mal an. Lief hier in den letzten beiden Spielen ganz gut. Genau, auswärts in Hoffenheim sind wir da heute wieder mal. Wochenendvorschau, schön, Nationalmannschaft. Ja, mal ein paar. Ich glaube, Zambrano und Jagba, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe. Gut. Spieler aufstellen, den haben wir noch. Dann noch Herr Hasebe mit. Ja, Eigner, lass mal da vorne stehen. Komm, hier holen wir noch Zambrano. Das lohnt sich nicht. Sagen, wir holen Baumjohann schon mal rein. Tauschen den nochmal mit Aigner. Mittelmäßig, schade. Egal, das ist okay. Bleiben bei unserer tollen Aufstellung. Wird keine Probleme bekommen. Letztes Mal ja so einen mega geilen Pass gemacht. Ich frage mich eigentlich, warum ich eigentlich jedes Mal wieder die Nummer angeben muss. Ist ein bisschen blöd. Aber egal, da geht's jetzt rein ins Spiel. Schauen wir mal, was uns heute erwartet. Ob es denn vielleicht doch nochmal für einen Sieg reicht, aber ich glaube, es wird schwierig werden. Volland hier auf jeden Fall nominiert. So, wir machen ruhig. Genau, geht raus. Geht nochmal an die Verteidiger, machen wir nochmal ruhig eine Ansprache. Kein Druck leistet. Angreifer ruhig. Sah glücklich aus, sah motiviert aus. Na? Ich hab Vertrauen in euch. Schnell die Anweisung, das verraffe ich nämlich jedes Mal. Ups. Schön über außen, eng decken. Okay, gucken wir mal, wie sich hier das Ganze. Kevin Volland schon mal abseits. Es ist gelb. Niklas Süle. Rudi. Gelingt uns wieder ein Glückstor. Das würde uns natürlich in der Tabelle ganz schön voranbringen. Volland zieht außen. Zuber. Zurück auf Löwe. Komm, geht ran. Geht nach außen auf Schmied. Und die gehen schon wieder zu zweit ran und es bringt nichts. Fargas, Volland, Volland. Und da ist das Ding schon drin. Na, herzlichen Glückwunsch. Ärgerlich.
Da haben wir schon das erste Tor kassiert nach 7 Minuten. Das ist ärgerlich. Volland, Aigner am Abseits. Fargas. Und jetzt kommt Konter Reinhards vor. Auf Castagnagos. Komm, Spiel, Spiel, Spiel oder Lauf. Mach irgendwas. Gut, mach auf Aigner. Aigner auf Stendera. Stendera wieder auf Castagnagos. Läuft immer noch. Passt rüber zu Stendera. Auf Seferovic. Wird gefoult. Castagnagos! Stendera! Nein! Mann, das hätte so sein müssen. Ärgerlich, das hätte es sein müssen. Das hätte uns wieder rangebracht. Russ wieder schön mit dem Kopfball. Letztes Spiel ja super stark gewesen. Wurde auch in die Mannschaft der Woche gewählt. Genauso wie unser Keeper Radetzky. Aigner. Gut gesehen auf Chandler. Chandler. Mittel. Seferovic! Und er verschießt. Warum? Oh, das hätte schon das 2-1 sein können. Eieiei, kommt schon, Jungs. Da ist noch nichts verloren heute. Stendera, Chandler. Chandler vor auf Seferovic. Seferovic fängt ab. Castagnagos springt über den Verteidiger. Außen wieder auf Aigner. Sieht den freien Stendera. Stendera auf Seferovic. Oh, Pfosten. Das kann nicht sein. Mann, das sind die sicheren Dinger, die müssen doch klappen. Ärgerlich. Zambrano holt sich den Ball. Aigner wieder. Oh, kriegt den Chandler. Chandler kriegt ihn, nimmt ihn gleich an. Seferovic weg. Castagnagos abgewehrt. Chandler nochmal. Nochmal Flanke. Stendera auch nochmal auf Aigner. Ajo, was machen die denn nur? Und jetzt kommt der Konter von Volland. Volland schießt den ganzen nach außen auf Schmid. Otschipka versaut's. Und Fargas Tor. Na, vielen Dank. Och Mann, Jungs. Mies. Ah, wir hätten schon lange aus. Das müsste eigentlich gar nicht so stehen, wenn wir nur unsere Chancen nutzen würden. Schade, jetzt liegt man schon 2-0 zurück. Das ist ärgerlich. Castagnagos nochmal frei vorm Tor. Bleibt wieder stehen. Seferovic, Seferovic. Abgefangen von Süle und Seferovic! Mann! Könnt ihr nur nicht treffen? Es ist doch einfach nur Kack. Ah, schade. Gelbe Karte für Fabian Scheer. Mann, ärgerlich. Freistoß, Löwe, Schmied, Rudi, Fargas Tor. Mann, was ist denn da nur los? Es ist doch nicht zu glauben. Wir denen jetzt erstmal eine Ansage machen in der Kabine hier, was es soll. Ja. Timothy Chandler, Zuber wieder Tor. Oh nee, Radetzky hält mal einen fest. Ist ja wow. Kommt, holt euch doch mal den Ball von dem scheiß Fahrgast. Das kann doch nicht sein. Rudi holt sich den wieder. Oh, wenigstens mal umgetackelt. 40. Minute haben wir jetzt erreicht. Abseits Volland. Ja. Habt doch schon eng gemacht. Aber wenn da keiner an den Ball geht und schon wieder, wow, er kann gerade so abprallen an ihm.
Dann mach's doch. Haben wir doch hier fünfmal ausgewählt. Am Boden. Was ist denn der am Boden? Wirkt frustriert. Na, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr auch nicht treffen könnt. Tauschen mal die Plätze. Enger decken. Ja, in die Zweikämpfe gehen, Position halten. Gut, okay. So, nochmal Motivation. Wieder holen wir mal raus. Recht schlecht. Was ist denn da los? Legendär gibt eine Pause. Und dann lassen wir uns noch drei einschenken, bestimmt. Schon krass, was da abging jetzt hier in der ersten Halbzeit. Drei Tore gehämmert. Komm, Spiel. Warte. Seferovic auf Außen, Aigner. Und abgewehrt. Gut, wir hätten natürlich auch schon zwei Tore haben können, wenn die halt auch treffen würden. Das ist halt ärgerlich. So, Löwe wieder am Freistoß vor und mal abgewehrt. Ich weiß es nicht. Reinhardt holt sich mal den Ball. Aigner, komm, Spiel. Ah, Aigner Flasche. Seferovic, unten ist frei. Unten ist frei. Ja, gut. Komm. Ah, wieder Ball verstolpert. Ja, da können wir heute nicht so viel erwarten. Ärgerlich. Da warten nur noch schwere Kandidaten als Hoffenheim auf uns. Ist halt ärgerlich. So, jetzt sind wir in der 50. Minute hier. Marco Rus kriegt gelb. Ich gewinne heute viele Kopfballduelle, jedoch kommen zu wenig unserer Flanken durch. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Abseits von Castagnaco, so jetzt wieder schöne Freistoßposition und drüber. Dann gehen wir noch mal in den Wechsel. Mal Cutleg rein. Ist Seferovic. Nichts gebracht und noch mal in die Mitte. Zambrano. Ein Hin- und Hergeköpfe und Ball ist weg. So, 66. Minute, ich denke mal so um die 75. Minute werden wir noch mal auswechseln. Zwar genau jetzt, egal was hier passiert. Können wir noch holen. Johann raus. Dieses Mal auch nicht so die Akzente gesetzt, vielleicht auf der falschen Position heute gespielt. Mensch, drei Leute und trotzdem schafft es keiner, den Ball abzunehmen. So, Aigner nochmal. Komm, wenigstens ein Tor ist doch heute drinne. Komm schon. Castagnaco nochmal und abgefangen von Baumann. Schade. Wäre eh vorbeigegangen. Eieiei, da haben wir uns heute aber ganz schön fertig machen lassen von den Hoffenheimern.
Schade. Hartleck. Aigner. Tor! Aigner schießt wenigstens noch den Anschlusstreffer, macht sein erstes Tor in dieser Saison. Immerhin noch was. Das ist ein Lichtblick nochmal. Ich sag mal, hätten wir vorhin die anderen zwei Dinger verwandelt, die Großchancen, dann wäre das anders ausgegangen heute, aber das ist Fußball. Ich sag mal, die anderen kommen zweimal vor das Tor, Bub drinne. Benjamin Brandt zückt gelb gegen uns. Aigner nochmal safe. Ist den Ball weggespielt, kommt aber gleich wieder zurück. Schwegler, Schmidt, Schmied. Passiert noch mal was? Ich glaube nicht. Reinhardt noch mal. Gasinovic und noch mal Kastaniagos schießt. Oh, Mann. Ich weiß nicht, warum die einfach nicht schießen wollen vor dem Tor. Ist irgendwie ein Bug in dem Spiel oder ich weiß es einfach nicht. Chipka drüber gesemmelt. An den Eckball. Geblockt. Es kommen. Einer geht da noch rein. Abgewehrt. Kommt nochmal zurück auf Chipka. Chipka bringt das Ding nochmal rein, aber Verteidiger klärt. Ja. Gut, haben wir wenigstens noch ein Tor geschossen. Kommt mal ein bisschen gut für die Statistik. So, jetzt gibt es noch ein paar gelbe. Drei gelbe Karten kassiert. 2 Minuten gibt's noch oben drauf. Aber das sollte auch nichts verändern. Löwe. Volland. Auf Schwegler. Mal lang auf Volland, Chandler klärt sehr gut. Und Reinhardt kickt das Ding nochmal auf Cutleg und da ist das Spiel vorbei. Schade in der Rhein-Neckar-Arena. Schade, schade, schade. Scheint frustriert. Genau, müssen wir ein bisschen aufbauen. Schien abzuschalten, dann schaltet halt ab. Mal an die Verteidiger. Stimmt. Sieht erbost aus. Ja, ein bisschen frustriert. Ruhig nochmal. Nochmal an die Angreifer. Nochmal ruhig. Scheint verwirrt. Ja, das glaube ich, dass Katlek verwirrt ist. Eieiei, gab es ganz schön gelbe hier. Aber nun gut. Schade. Ich hab mir jetzt ein bisschen anders gewünscht. Also 3-1 verlieren ist ein bisschen traurig. Hätte natürlich auch echt anders ausgehen können. Naja, Vargas. Spiel vorbei. Hoho. Marc Stendera wurde zum U21-Kicker hinzugefügt. Verletzungssorge bei Deutschland. Eieiei. So, und dann schließt dann auch schon das Transferfenster. Trotzdem sind wir noch vor Hoffenheim. Sind noch auf 4. Stelle. Das ist schön. Das freut mich. Ach, Trainersitzung hatten wir auch lange nicht mehr. England, in anderen. Alexander Miat aus der Mannschaft zu nehmen und ihn. Jo, das machen wir auch mal. Gut, machen wir mal. Mal auch mal. Stoßstürmer, okay, machen wir auch mal. Das ist eine gute Änderung. So, dann geht es nach Ingolstadt im nächsten Spiel. Aber da sind ein paar Tage Luft dazwischen wegen Länderspielpause.
Dann schließt dann auch das Transferfenster demnächst. Sprich, den nächsten Tag dann. Ah, ärgert mich das. Wir hätten locker unentschieden spielen können. 3-3 hätten wir locker geschafft. So, ärgerlichst. So, gibt's noch was Neues? FC Augsburg. Schön. Blick vom Sonntag. Schön. Felix Passlack. Warum, den machen wir nochmal ein Angebot? Können wir dem irgendwas bieten, verhandeln? Gucken wir mal. Angebote. Oh, 7 Millionen, 8 Millionen. Kann ich denn das nicht annehmen? Für akzeptabel, ja, ist so schön. Nicht zur Leihe, warum kann ich denn das nicht annehmen? Hier wilde Angebote, obwohl wir es gar nicht können eigentlich. Oh, Mist, warum hole ich denn nochmal ein Torwart? Das ist natürlich blöd. Transferfrist für deutsche Vereine heute Abend 18 Uhr ab. Wir nehmen die Einladung an. War das? Anmeldezeit und der derzeitige Anmeldezeitraum für die Bundesliga läuft morgen ab. Spieler, die nicht rechtzeitig gemeldet werden, sind nicht vor dem nächsten Anmeldezeitraum einsatzberechtigt. Okay. Meldet man trotzdem mit an. Sonny Kittel meldet man auch trotzdem an. Gut, dann sollten alle angemeldet sein. Schön, kann das doch kriegen. Dann nicht, haben wir eh kein Budget, irgendwas hier zu reisen. Wurde abgegeben. Da hätten wir uns halt noch einen holen können, aber ist halt leider nicht. Okay. Fortfahren. Nicht mehr der Typ. Wurde abgelehnt. Warum? Egal, brech mal jetzt ab. Find man noch irgendwen Tolles, der billig ist. Wir haben noch 2,7 Millionen.
ist denn mit Matthias Lehmann? Gibt's noch mal was? Galatasaray bringt jetzt nicht. Gibt's auch noch mal ein Angebot? Machen, schön. Tom Starke. Gut, Tor brauchen wir nicht. Das ist Käse. Ablösefrei. Komm, da gibt's mal ein Vertragsangebötchen. Abschließen. Schön. Vielleicht haben wir Glück. Holen uns noch jemanden. Haben eh kein Geld, deswegen können wir bestimmt eh keinen holen. Auch wenn wir 2,8 Millionen haben, bringt uns aber nichts. Schön verhandeln, Angebot annehmen. Moretti verhandeln. Das wird nix. Fortfahren. Akzeptieren. Ja, da haben wir noch mal einen Kollegen geholt. Sind enttäuscht, das ist schön. Sind immer alle enttäuscht, bin auch immer enttäuscht. Meier sprechen. Natürlich, ist schön. Gut, da haben wir noch mal einen. Was will denn der Hund haben? Wie jung kriegt der nicht? Wilde Angebote bringen uns hier richtig in den Ruin wahrscheinlich. Oh, jetzt haben wir ihn wohl. Ne, es war Borelli, es war ein anderer. Da haben wir Morelli, ne Moretti. Sehr gut. 3,5 Sterne. Meier sprechen. Ja, du als Kapitän musst das bringen. Ja, dann fick dich. Ciao. Wettlauf gegen die Zeit. Ja, ich denke mal, wir sind aber soweit dann ganz gut aufgestellt. Jetzt haben wir noch ein bisschen nachgerückt. Zwei Stunden. Kommt noch mal was rein. Täuscht diese Transferperiode. Ich will nicht leugnen. Geben hier Gas, muss hier was passieren. So, wichtige Termine im September gucken wir uns noch mal an. Dann geht's zu Hause gegen Mainz. Ja, nochmal gegen dieses U. Dieses U19, wie gesagt, Ingolstadt. Čipka, wie machen die sich? Luka Waldschmidt. Super Talent. Elf der Woche. Sind wir nicht dabei.
Antwort. Nochmal in muss man noch anmelden, sonst können wir sie ja nicht nehmen. Auswahl bestätigen, ne? Gut, Freunde, würde ich sagen, dann sehen wir uns dann im nächsten Spiel wieder. Und das wird dann gegen die Ingolstädter auslaufen. Gucken wir mal, wie wir uns da schlagen mit unseren neuen Einkäufen. Von daher danke ich euch hier fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen stehen, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns. Bis denne. Tschaußen.